So, unser nächstes Projekt heißt Datenparty und das klingt zwar erstmal so, als würden da Daten tanzen im Strobolicht, aber in Wahrheit ist das inhaltlich sehr verwandt mit dem Projekt, was wir vorher hatten. Auch hier geht es darum, Informationen und Daten aus dem Internet so ein bisschen zu sortieren, dass man sie besser einordnen kann. Wie das genau funktioniert, das erklären euch jetzt Jan Moritz und Bent, Maurice, Malte, Benedikt, Noah, Thomas und Kianu. Herzlich willkommen. Hallo. Ist das Mikro jetzt? Ja, wunderbar. Wir sind Datenparty. Das sind Kianu, Maurice, Noah, Thomas, Jan Moritz, Benedikt, Malte und Bent. Und wir wollen mit Party die Welt verbessern. Kann man sich jetzt einfach nicht drunter vorstellen. Klingt jetzt auch eher erstmal komisch. Was wir aber eigentlich meinen, ist vor allen Dingen Ordnung ins Chaos zu bringen. Welches Chaos, was zum Beispiel entsteht bei Events wie dem Putsch in der Türkei, den Amoklauf in München. Es gibt ein wildes News-Chaos auf Social-Media-Seiten, auf News-Seiten. Es gibt doppelte News, falsche News. Und das war also das Problem. Und wie wir das lösen wollen, das erzählt euch jetzt Thomas. Ja, wie lösen wir das Problem? Wir nehmen den Newsfeed eines jeden Twitter-Users, also man kann seinen Username da angeben, oder wir nehmen einfach Nachrichtenportale und analysieren dann mit Machine Learning, ob der Tweet oder der Inhalt dieses Tweets jetzt potenziell falsch sein könnte. Und das machen wir mit einer Abstimmungsfunktion. Das heißt, jeder kann sagen, ja, ich finde, das klingt falsch, das könnte nicht wahr sein. Und dadurch lernt unser Python-Server, zu dem wir noch später kommen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, und durch die Masse an Daten lernen wir und geben dies anschließend in unserer App aus. Die verwendeten Technologien erklärt jetzt Jan Moritz. So, kommen wir zur technischen Umsetzung. Einfach ganz kurz, wir haben eine Android-App geschrieben, das war Noah. Eine iOS-App mit Maurice habe ich ein Python-Backend geschrieben und die Twitter-Schnittstelle benutzt. Jetzt wird euch weiter was über die Demo zeigen oder wird es euch vorführen. Ja, wir bräuchten ja mal eine Kamera auf die Handys. Wenn es umschalten könnte, wäre es auch noch toll. Ja, das kann man ja nichts vorstellen, ne? Wie soll man eine App vorstellen, wenn man nichts sieht? Soll ich einfach mal weitermachen, auch wenn nichts gezeigt wird? Ja, okay, also wir haben, wie gesagt, eine iOS und eine Android-App. Beide sind relativ ähnlich aufgebaut. Man sieht in dem Falle die Tweets. Genau, da sieht man es. Das sind Posts, also sollen Posts aus Social-Media-Seiten sein. Jetzt sind es nur Tweets erstmal. Diesen Balken, den man sieht auf Android und iOS, das ist ein bestimmtes Rating, das die User selbst abstimmen können. Desto grüner oder desto mehr grün der Balken ist, desto mehr sollte man diesem Tweet vertrauen, weil viele Leute entweder selbst gesehen haben, wie das passiert ist, oder wissen, dass dass diese Nachricht bestätigt worden ist. Man kann unter anderem, wenn man halt hier entweder bei iOS oben auf den Button drückt, neue News laden, oder bei Android muss man einmal ganz nach oben gehen, dann werden auch neue News geladen. Und man kann auch auf die Post draufklicken, dann wechselt man halt zu dem Originalpost. Jetzt sieht man das nicht so gut, aber es ist halt der Tweet. Also auch wirklich der Original-Tweet, das ist durch unser Server-Backend entstanden, der quasi diese ganzen, also in dem Fall die Twitter-API ansteuert und die dann in unseren Feed bringt. Gibt noch irgendwas zu sagen? Ich glaube erstmal nicht. Noah will noch was sagen? Was vorhin schon angesprochen wurde, wir haben noch die beiden Buttons. Einmal, wenn man das Ganze für vertrauenswürdig und einmal für nicht vertrauenswürdig hält. Das wurde vorhin ja schon angesprochen. Jetzt geht's wieder zurück an Bent. Genau, und unsere inhaltliche Nähe zur vorhergehenden Gruppe, also die Basis des Machine Learnings quasi, ist einerseits eine unfassbar große Stärke, weil mit diesen neuen Konzepten oder relativ modernen Konzepten eben es möglich ist, total komplexe Sachverhalte zu erfassen. Aber darin liegt auch die Schwäche, denn so ein Algorithmus muss erstmal lernen. Das heißt, er braucht eine Basis und wir brauchen Feedback quasi von unseren Nutzern, die eben sagen, kann ich dem Inhalt dieser Nachricht vertrauen, kann ich dem nicht vertrauen, und auf Basis dessen wird dann quasi in Zukunft beurteilt, kann ich einem gegebenen Artikel vertrauen. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir quasi den Umgang mit Informationen in verantwortungsvoller Weise in der Gesellschaft voranbringen wollen, und das möchten wir mit unserer App auch erreichen, dann müssen wir dabei ganz groß natürlich auch auf die Gesellschaft an sich vertrauen, die eben dann dieses Feedback gibt. Und deshalb wünschen wir uns eben
dass so ein Umgang vielleicht weniger hysterisch in der Zukunft erfolgt und dass man etwas besonderer auf Informationen schaut und vielleicht nicht sofort am nächsten Tag unbedingt jede halbwahre Information sofort wissen muss, sondern das erstmal überprüft. Danke. Ganz vielen lieben Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es da auch so ein Risiko für Manipulationen gibt, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Gerücht pushen möchte, kann ich ja einfach all meinen Freunden sagen, dass sie darauf klicken sollen, dass das vertrauenswürdig ist und dann wird das da als vertrauenswürdig angezeigt, obwohl ich weiß, dass es gelogen ist zum Beispiel, richtig? Ja, also das läuft halt alles über Crowdsourcing. Also ja, wir vertrauen darauf, dass die Leute schon wahrgemäß abstimmen. Aber das ist natürlich genauso manipulierbar wie Amazon-Bewertung zum Beispiel. Klar. Und ich muss noch mal kurz was loswerden. Das habe ich leider versprochen. Ich muss Lennart aus Mölln grüßen. Der guckt gerade zu. Habe ich versprochen. aber auch noch so Antwort. Ich hoffe, das war zufriedenstellend. Ja, super. Ganz vielen Dank. Danke an die Datenparty und Grüße an Lennart.